Hey Dominators, grüßt euch. Ihr seid live zurück mit mir auf Sendung in den letzten paar Minuten des Weltkriegs. Es ist wirklich ein sehr, 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 sehr scharfer Weltkrieg. Damit hätten wir niemals gerechnet, dass beim Feind dann tatsächlich auch so viel schief läuft. Wir liegen mit 192 zu 187 gegen eine übertrieben starke Gegnerallianz vorne. Ich meine, ihr habt meinen Erstangriff vielleicht gesehen auf die Gegner. Also es ist einfach unglaublich, was die für Basen haben. Wirklich großen Respekt an die Gegner, die haben auf jeden Fall gefightet. Um uns ganz abzusichern, werde ich meinen Angriff als allerletztes machen. Bei uns ist fast alles durch, ebenso wie beim Gegner. Und da überall nur noch ein Stern offen ist beim Gegner, ist die größte Chance, etwas zu holen, aber gleichzeitig auch das größte Risiko, beim Gegner noch auf die 2 zu gehen. Sehr, sehr starke Bauweise mit verbotener Stadt. Ich habe meine Strategie zurechtgelegt, hoffe, dass sie natürlich funktioniert, bin mir aber nicht sicher. Dementsprechend müssen wir es uns anschauen. Ich warte noch ganz kurz, schaue, ob die Truppen fertig ausgebildet sind. Und dann geht's rein in den entscheidenden letzten Kampf. Ja, da muss ich halt die beiden Generäle mitnehmen. Das passt schon. Speedy hat scheinbar gerade auch noch irgendwo angegriffen. Ah, schade, Speedy. Schade, schade. Hat Katal Brucker hat irgendwo bei der feindlichen... Boah, bei der 18 angegriffen. Also Anfang Aufklärungszeitalter gegen globales Zeitalter. 4 Sterne geholt. Sehr, sehr geil. Ich warte noch ein bisschen, sodass mein Angriff dann definitiv erst endet, wenn der Feind nicht mehr reagieren kann. Beim Feind ist noch ein Angriff dazugekommen, 62. Der hat gerade auch nochmal angegriffen. Ich denke, die Feinde werden jetzt auch ihre letzten Angriffe machen. Ich mache mich bereit und schaue schon mal. Soweit ist alles ready. Puh. Ja. Bei 3 Minuten, denke ich, werde ich dann angreifen. Dann habe ich noch genug Reserve an Zeit. Und dann wird der Angriff erst in der Gnadenfrist verstreichen, wo kein Feind mehr darauf reagieren kann. Wir wollen ja nicht, dass der Feind nachher noch, weil allein von der Stärke her hat der Feind noch ein paar fette Angriffe übrig. Die 4 ist noch offen, also hat noch Angriffe, die 12 komplett, die 20, und das sind ja fast alles globaler oder Industriezeitalter-Spieler. Aber genug davon. Ich schieße jetzt los. Hoffen wir, dass meine Strategie aufgeht. Die ist so ähnlich wie bei der gegnerischen 1, wo ich angegriffen habe. Muss nochmal doppelt checken. Ich bin mir echt unsicher. Nicht, dass ich nachher den falschen anklicke. Ja. So, diesmal muss ich auch extrem auf das Söldnerlager aufpassen, hier unten. Das hat mir letztens so viele Truppen gerüstet. Ich setze einen Fernkämpfer hier unten hin, um die Waldverteidiger abzulenken. Dann einen Fernkämpfer hier oben an die Kaserne, um zu gucken, ob da Fallen liegen. Dann eine Artillerie hinterher und dann Angriff auf die verbotene Stadt. Na, keine Falle. So, geil, Angriff. Komm raus, komm raus, komm raus, hey. Die verbotene Stadt steht noch. Jetzt steht sie nicht mehr. Und jetzt geht's rein hier, Leute. Sauber. Jetzt muss ich halt gucken, wo meine Truppen hingehen. Kommt mal nach hier. Raus da. Ich habe sie wieder sehr weit nach außen versammelt, muss ich sagen. Aber jetzt gehen sie wenigstens alle, jawohl, in die richtige Richtung. Und schön die Panzer nach vorne. Schießt auf die Panzer. Hey, nicht so, Leute. Nicht jetzt. Sauber. Der Mörser ist schon mal weg. Der schwere Panzer da hinten jetzt gleich auch.
Ja, sauber. Da liegen natürlich alle Fallen da vorne. Dürften ja gleich mal auf den Mörser gehen. Ah, Leute, was macht ihr denn da? Alter. Jetzt rennen sie natürlich in die Mitte. Nicht machen, im Ernst. Ich habe keine Artillerie mehr, nur noch Gespendete. Macht doch bitte den Mörser weg, Leute. Jawohl. Ah, die Flugabwehr, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Oh, da war auch eine SAM-Batterie. Ja klar, da war eine feindliche Luftverteidigungswaffe. Oh, kacke, der Mörser, kacke. Boah. Kommt schon, Leute, kommt schon, kommt schon, kommt schon. 20 Sekunden, bitte, 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 Leute. Das letzte Gebäude sein. Jawoll! Jawoll! Oh! Ey, jetzt ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Puh! Jetzt kann ich mit dem Weltkrieg tatsächlich noch versöhnlich abschließen. Bin absolut zufrieden. Der Dominations-Chat, ihr seht schon, explodiert gerade. Die Leute haben wahrscheinlich alle zugeschaut und freuen sich jetzt. Definitiv die stärkste Allianz, gegen die wir bis jetzt angetreten sind. Diese, ich weiß nicht, Russ Nations, wie hießen die? Mit den vielen verbotenen Städten. Ukraine Ucrop war schon eine verdammt starke Allianz. Die haben wir schon überschätzt quasi, schon gesagt, ach, die machen uns locker platt, 200 Sterne, gar kein Ding. Aber bei denen hier war das nochmal eine Stufe höher. Wie viele globale Zeitalterspieler, ich weiß es gar nicht. Ich kann es gar nicht fassen. Letzten Endes hat das Teamwork einfach gestimmt. Wir haben so viele Sterne noch dicht gemacht, wo niemand mehr für möglich gehalten hätte, dass das klappt. Beispiel hier irgendwo, wo war das? Die feindliche Medi, wo war das? Hier. Die feindliche 24 globales Zeitalter wurde von Medi platt gemacht, einem Schießpulver-Zeitalter-Spieler, Spielerin. Und das sind einfach so starke Angriffe. Schaut euch mal hier, überlegt mal selbst, ein Schießpulver-Zeitalter-Spieler, der das hier angreift. Aber ich will auch gar nicht weiterreden. Der Weltkrieg ist gewonnen, Leute. Ich freue mich einfach übertrieben. Ich bin froh, dass ihr mit dabei wart, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen mitgefiebert. Wir sehen uns wieder zum nächsten Weltkrieg oder zum nächsten Tutorial. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Domination-Tipps.